Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Alte Macht Ex Ragnarök. Das letzte Mal musste ich ja so plötzlich meine Stimme rauscutten, sorry dafür, aber ja, wenn die Mutter auf einmal reinkommt, kann man nichts ändern dran. Und na gut, wir hatten das letzte Mal ja jetzt gegen diese komischen Könige gekämpft. Dann wurde uns gesagt, ja, zum Astralturm, weil da ist das Finale oder so. Und wir sind gerade mal Level 30, knapp, Level 25 knapp. Es wundert mich, dass jetzt echt schon bald das Finale kommen soll, angeblich. Na. Wird man ja dann sehen. Oder ob es weitergeht. Na gut. Dann wollen wir mal uns unseren Glücksschiff zu wenden, ja? Oh yeah, oh, ich liebe Luftschiffe. Ah. Oh Gott, welches ist denn das? Welches Final Fantasy ist das? Ist das nicht Final Fantasy 4? Ich glaube ja. Nun gut, das können wir frei über die ganze Welt fliegen, wenn wir wollten. Das waren wir, glaube ich, schon überall, wenn mich alles täuscht. Es würde eine Weltmap helfen, das ist so eine Minikarte irgendwie. Wenn ich wüsste, wo ich bin und was ich noch nicht erforscht habe und so. Da, 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 na, na, was ist das denn hier? Da kann ich gleich landen. Was ist das hier? Sind denn hier gelandet? Oh, Fremde, wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Aber Stärke ist wichtig. Was aber Stärke ist wichtig? Die Menschenprinzessin ist süß. Also ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs. Ja, fest ist das weg, wow. Kämpfen ist furchtbar. Ich will nur Ruhe. Was sind wir denn jetzt hier eigentlich gelandet auf einmal? Irgendwo so ein komisches japanisches Dorf. Ihr kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Prinzessin und der Shogun kämpfen in die Herrschaft. In die Herrschaft. Ja, gutes Deutsch. Stärke oder Freundlichkeit. Wer wird siegen? Hier geht es um zu Shogun, aber nicht für euch. Das Volk leidet unter den Kämpfen. Ich mich in den Krieg nicht ein. Ja, diese Menschen immer nur Krieg. Die Prinzessin ist viel lieber als der Shogun. Aha. Der Shogun ist sehr stark. Ja. Schön, wenn er sehr stark ist. Da bin ich hier gelandet. Also, das der Typ, der seine Ruhe haben will. Hier ist der Sitz der Prinzessin. Hallo. Seid ihr von meinem Onkel geschickt worden, um mich zu töten? Sehen wir so schlimm aus. Eure Kämpfe gehen uns nichts an. Was wollt ihr dann hier? Wir reisen einfach so um die Welt. Einfach so, wir bekämpfen Monster, ist das nichts. Der Shogun ist ein Monster, er benutzt dunkle Zauber. Wenn ich nicht mehr bin, stirbt das Land. Dunkle Zauber, woher hat er diese Macht? Ich glaube, er hält einen alten Gott gefangen. Einen Gott der Sache sollten wir nachgehen. Wirklich, ich kenne einen Weg in sein Land. Mal sehen, was da wieder abgeht. Ja, na toll. Na gut, mal sehen. Ob ich ihn nicht stark genug für das Gebiet jetzt hier, was jetzt kommt. Hoffe ich zumindest mal. Aha. Samurai und Mönch. Mönch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Mönche gibt, aber nur gut. Die halten ja verdammt viel aus und warum machen wir so viel Schaden? Was zum Fick, warum machen wir so viel Schaden? Ist da irgendwas mit der Berechnung hier falsch oder haben die einfach nur komische Attribute gegen Elemente? Alter, das hat auch so viel mehr Schaden, das ist nicht normal. Oberlevel 30, sehr schön. Sehr schön, hahaha, 2 Level 30 finde ich gut.
Ja, und er hat 645 HP, ey. Wow, Alter. Der hat 100 mehr als Thoran und 200 mehr als Guy. Oh mein Gott. Derbe. Derbe, derbe, derbe. Und hier ist eine Monsterseele. So schön muss es haben. Ja. Katze Kroatl. Ah, schön. Sehr schön. Okay. Gegen was ist blitzempfindlich? Keine Ahnung. Gegen Wasser? Ja, aber ich glaube, wir machen so mehr Schaden, oder? Nee. Oder? Nö. Nicht sonderlich mehr. Also, Blitz 1. 1 nur, wow. So viel Schaden ist das nun auch wieder nicht, mein Freund. So, dann würde ich mal sagen, Wasser, probieren wir mal Erde. Erde macht auf jeden Fall ganz viel Schaden gegen Blitz, gegen Blitz, ja, okay. Erde, bam, oh yeah, der Schaden. Obo macht seine Schlammkugel, was ist denn? Oh ja, die Schlammkugel, Alter, ist die Imba, Alter. What the fuck, ey. Viel zu leichte Kämpfe, aber nun Katzakuratl Level 20 Luna, sehr gut. So, Katzakuratl Luna. Auch wenn ich die nie benutze, aber irgendwie, keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Achso. Was ist das denn? Ich bin der Shogun und bald bin ich Gott. Noch so einer, dies machen wir auch fertig. Shogun, der sieht aber irgendwie ein bisschen hässlich aus. Das ist bald. Aber nun gut. Oh, eine AOE-Attacke, das gefällt mir absolut nicht. Feuer, bist du gegen Eis empfindlich? Naja, geht so. Gegen Blitz? Ne, auch nicht so. Gegen Wasser? Nö, absolut nicht. Spielzeughammer? Ja, gegen Spielzeughammer ist Eis empfindlich irgendwie. Das reitet sich auch noch selber an, wie geil. Blitz. Na, ja, geht. Ach, habe ich das schon ausprobiert, ne? Erde. Nee. Ding. Ah, der Luft. Weil mir also Blitz so hoch ist irgendwie das Effektivste hier. Also Eis. Mach mal Blitz. Ist glaube ich effektiver gewesen. Ach, keine Ahnung. Hauptsache Schaden hier. Erde, das war ich jetzt wieder dumm. Naja. Schön, wie er sich selber eingreift. Hier ist es auch irgendwie einfach nur die Attacken, wenn man fertig ist, aber schon tot, ey, oh mein Gott. 400 EP, 1000 Taler. Sky Level 31, Junior Level 27, Tora Level 30, sehr gut, Giftwolke gelernt. Robo Level 31. Ich mag das, aber noch bin ich nicht am Ende. Oh. Noch was, Shogun Meister. Die volllaufende Attacke, okay, das macht Schaden. Habe ich kapiert. Feuer? Nö. Eis? Ja, eigentlich, oder? Blitz vielleicht? Blitz, okay. Spielzeugkammer. Oh. Wenn er sich jetzt sowieso wieder selber eingreift, ist alles gegessen. Blitz, Wasser? Nee. Irgendwie macht Wasser Bock, kein Schaden. Erde? Auch nicht. Hat sich selber fehlt, wie geht das? Luft? Nö, auch nicht. Na gut. Bam. Also dann gut, Blitz mal wieder. Blitz. Bam. Das reicht an Schaden. Das ist schon nur Wehrkampfmusik. Bam. Da
greift dich selber nur an, das ist gut so. Nur kein MP mehr. Ja. 50 MP wieder hier, aber wann das jetzt? Ach, Thoran. Image, Staub. Thoran. So. Reading. Du hast noch genug MP. Geil. Und tschüss. Wenn das mit dem Endboss genauso geht, dann na, gute Nacht. Metatron-Fehler erhalten. Das Geile wird 32, Tor hat 32. Wow, warum kann jetzt dieser Depp so viel Kraft bekommen? Das war eigentlich schon die ganze Zeit. Ist doch egal, gehen wir wieder zur Prinzessin. Das schildert aber immer noch. Naja, ich hab ihn besiegt. Vielen, vielen Dank, nehmt das hier. Ein Zauberstein, das sieht aber seltsam aus. Idiot, das ist ein Ultima-Zauber, der das mächtigste, was es gibt. Was? Hm, vielen Dank. Ich hab zu danken. Willst du mich verarschen? Du bist ja mal einfach mal so. Was zum Fick? Ich will gar nicht wissen, wie viel das verbraucht. Ultima, Ultima, Ultima. 50 MP. Stärkste Zauber der Welt. Wenn das der ist, der wie die Engel den hatte, dann gute Nacht, dann ist das 9999 Schaden, dann brauche ich das nur einmal zusammen, dann ist der Gegner tot. Oh mein Gott, 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 oh wie geil. An die in dem Quest hat sich ja übelst gelohnt, ey. Einfach mal Ultima. Für so einen einfachen Boss. Das ist ein bisschen sehr einfach. Aber na gut. So. Mal gucken. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich noch nicht war. Viel zu große Welt. Das ist ja auch eine 500x500 Map. Ist das hier der Himmelsturm oder wie? Also der Astralturm? Wahrscheinlich schon, denke ich mal. Wenn wir mal nachgucken. Ah, hier sind wieder ganz viele Dörfer oder so. Oh Gott, viel zu viele Orte. Alter, ist das schön umfangreich. Das ist Trash. Nein, noch nicht mal. Das sind nicht mal mehr so Trash. Das ist eigentlich bisher so Durchschnitt eigentlich nur. Es sind nicht mal mehr so viel Trash eigentlich. Finde ich. So. Ach, wieder eine Monsterseele, muss sie anfassen. Muss sie anfassen. Was zum Fick. Oh, Shiva. Na, da weiß ich ja, was ich jetzt zauber. Feuer. Ja, gut. 100 DP, aber noch nicht also stark gewesen als sie. Nur Level 28. Robo Level 32. Na, wenigstens haben sie noch ein Level up bekommt. Das Spellings in den Teils irgendwie so ein bisschen wie in Eternal Legends das Spellings sind, glaube ich, viel zu leicht. Aber nun wird mich so jetzt nicht stören. Ich bin mal froh drum. Der Vulkan erlaubt uns ein gutes. Ach so, das ist das Dorf. Das ist das Vulkandorf. Ach so, hier kommt so schnell keiner mehr rein. Ja, okay, na dann. Bin kurz heilen, danke. So, das war das Vulkandorf hier. Hätte ich dann auch früher gegen Shiva kämpfen müssen. Naja. So. Das ist hier. Ich verkaufe jetzt Waffen. Wer bist du denn? Sense, Laserspeer, Diamantenstab, was zum Fick? Überhaupt nicht übertrieben teuer, so sind das die mächtigsten Waffen oder wie? Ganzer Burate-Fehler. Wow. Alter. Wow, Alter! Alter! Alter, zum Ficken, ein Metatron-Feder ist stärker als die Quarte-Quarte-Feder. Alter. Alter, sind die jetzt immer. Wow. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Ist das nicht immer? Ein bisschen? Irgendwie? Nee, da müssen wir eigentlich auch schon mal gewesen sein, oder? Ah ne, hier waren wir noch nicht, okay. Dann nicht widerstehen.
Was ist das jetzt? Das ist jetzt Titan. Okay, Titan ist